Ja, hi Leute, herzlich willkommen hier zurück auf CustomRigs.de auf meinem YouTube-Kanal. Heute will ich euch wieder was Wasserkühlungsrelevantes zeigen. Und zwar geht es heute darum, dass wir hier auf dieses MSI Z390 Mac Godlike, ja wirklich ein Spitzenboard, also wirklich erstklassig von der Ausstattung her und von der Optik, finde ich persönlich, kurz erwähnt, nebenbei, bauen wir heute hier drauf einen BitsPower Monoblock. Ja, kurz erklärt, Monoblock, ja, was ist ein Monoblock? Denken sich vielleicht ein paar Leute von euch, ja, das ist nicht nur ein CPU-Wasserkühler an sich, sondern es ist ein CPU- und Spannungswandler-Wasserkühler. Ja, der wird auf dem Mainboard montiert, kühlt gleichzeitig die CPU und die Spannungswandler. Und ob das reibungslos funktioniert, auch ohne eine vorhandene Anleitung seitens BitsPower, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Ja Leute, wir haben jetzt hier das MSI Z390 Mac Godlike. Ja, ist ein wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, schönes Board. Mir gefällt es optisch wirklich gut. Wir machen jetzt mal hier zur Montage des Monoblocks erstmal den RAM runter. Viele fragen sich wahrscheinlich auch, für was ist jetzt dieses Mainboard eigentlich gedacht? Ja, ich baue für einen Freund, der hat sich bei mir gemeldet. Hat gesagt, hey Martin, wie sieht's denn aus? Hast du Bock, meinen Rechner umzubauen? Habe ich gesagt, na klar habe ich Bock, der hat mir seine Hardware zugeschickt und unter anderem ist jetzt dieses MSI Z390 Godlike dabei und da bin ich auch sehr froh darüber, dass ich das nutzen kann, um natürlich für euch das ein oder andere Video fertig zu machen. Wie fangen wir an? Also als erstes würde ich mal sagen, wir demontieren die Originalkühler. Ja. Wir haben jetzt hier die Spannungswandler drunter. Ja, die Spannungswanderkühler sehen original ziemlich gut aus, muss ich sagen, obwohl es halt nur Aluminium-Klotz-Design mit Heatpap ist, also man hat keine einzelnen Kühlfinnen, wie es zum Beispiel bei den Oros Mainboards zu finden ist, sondern halt jetzt hier wirklich bloß so Aluminium-Klotz-Heatpipe-Design. Wir demontieren das Ganze dazu. Sorry, gerade aufgestoßen. Dazu drehen wir das Mainboard einmal um. Suchen uns dann natürlich die Schrauben raus, welches betrifft. Ich denke mal, das sind diese beiden hier, diese beiden und die drei hier für das EO-Cover. Ich gucke nochmal zur Sicherheit, ob sie nicht noch eine gibt. Nee, das müssten eigentlich alle sein. Die schrauben wir jetzt erstmal raus. Knallhart. So, ah, da fällt es auch schon ab. Aufpassen, hier ist natürlich ein Kabel dran für das Display, beziehungsweise für diesen Mirror, dieser Endlosspiegel, der hier oben drin ist mit der Beleuchtung. Und da ist natürlich ein Kabel dran. Muss natürlich aufpassen, dass ihr das vernünftig abzieht. Aber ich sehe gerade, hier hat sich die BIOS-Batterie auch versteckt unter dem Cover. Ist natürlich ein bisschen doof, dass man da nur rankommt, wenn man hier dieses Cover abmacht. Ja, die ist hier drunter. Falls jemand mal die BIOS-Batterie bei dem Board sucht, die ist hier unter dem Cover drunter. So, das nehmen wir mal hier hin. So, dann schrauben wir die beiden Kühler ab. Ja. Die jetzt hier noch einfach liegen bleiben. Tatsächlich. So, schnell geht's. Haben jetzt hier den Originalkühler, die Originalkühler demontiert. Wie ihr seht jetzt hier, ja, ist eine normale Heatpipe-Kühlung. Mit zwei Alu-Kühlkörpern, Wärmeleitpads. Ja, legen wir auch beiseite. Brauchen wir jetzt nicht mehr. So, wir haben jetzt hier den Spannungswandlerbereich. Das seht ihr jetzt hier, hier haben wir die einzelnen Spannungswandler, die es zu kühlen geht. Das Ganze macht einen wirklich sehr hochwertigen Eindruck hier. Ja. Sieht wirklich schick aus. Also ich weiß ja nicht, ob manche das überhaupt verstehen, dass man sowas schick finden kann. Aber ja, ich finde sowas ist halt Hardware-Porn vom Feinsten, würde ich sagen, oder? Gut, wir montieren jetzt hier den BitsPower Monoblock. Das Ganze sieht jetzt so aus hier. Also das ist hier der Monoblock. Ja.
Und das ist die Rückseite vom Monoblock. Natürlich hier nicht vergessen, hier die Folie abzuziehen. Ne? Das mache ich am besten gleich mal. So, Folie runter. Und das Ganze kommt jetzt hier drauf quasi. Und zwar so. Ja. Dazu müssen wir entsprechend die Wärmeleitpaste auftragen und Wärmeleitpads noch montieren. Und dann sollte das eigentlich problemlos funktionieren. So, das ist jetzt das Zubehör, was jetzt hier dabei ist beim Monoblock. Ich halte ihn auch nochmal hier kurz hin. Ja, wirklich schönes Teil. Ja, macht keinen schlechten Eindruck. Ich denke, der wird auch sehr gut kühlen. Und ja, den montieren wir jetzt. So, wir haben jetzt hier Wärmeleitpads, drei Stück dabei. Wir haben jetzt hier Schrauben und Isolationsscheiben oder Unterlegscheiben halt aus Kunststoff und hier welche so ausgestanzte sind dabei. Wir haben hier fünf größere Schrauben und fünf kleinere Schrauben. Ja, die kleineren Schrauben werden außen für den VRM-Bereich sein und die größeren für den CPU-Bereich. Und wir haben dabei hier zwei Imbusschlüssel, die ich jetzt natürlich mit nutze, weil ich jetzt meinen Imbusschlüssel nicht da habe. So, als allererstes mal ist das natürlich schwierig, wenn keine Anleitung dabei ist. Wie kommen jetzt die Wärmeleitpads hier drauf? Ja. Ich denke mal, die müssen jetzt noch zurechtgeschnitten werden. Weil wie ihr hier sehen könnt, ist der eigentliche Auflagebereich für die Wärmeleitpads jetzt nicht besonders breit. Also die liegen hier wirklich nur auf den VRM-Kühlern auf. Also könnte man theoretisch aus einem so ein Pad ja, zwei Pads schneiden für den VRM-Kühlbereich. Und das werde ich auch so machen. So hat man dann noch ein paar Pads übrig. Ja. Falls man nochmal irgendwie umbauen will oder das wieder zurückbauen will, kann man den Monoblock mit neuen Pads verkaufen. Ich gucke jetzt gerade, ich habe hier unten, der wird ja so montiert. Findet sich noch mal so eine Aussparung, dann sehe ich jetzt hier auch noch eine Sache, die hier mitgekühlt werden muss. Also brauchen wir hier noch ein kleines Stück Pad, um das mal zu zeigen hier, das hier ungefähr, ne? Da gehört noch ein Pad mit drauf hier. Das schneide ich jetzt auch noch mal zurecht. Zack. Dann tragen wir die Wärmeleitpaste auf, da scheiden sich ja auch die Geister. Macht man das jetzt hier in der Mitte, so einen riesen Klecks, macht man jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Ja, ich mache in der Mitte einen etwas größeren Klecks. Also normalerweise reicht, wenn man in der Mitte einen großen Klecks hinmacht. Da ich mir aber nicht sicher bin, wie der jetzt hier Kontakt hat, mache ich so eine Art Haus vom Nikolaus hier hin. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Wer das kennt, ja, der versteht das. Und verteile das mal so ein bisschen hier. Und zwar, ja, es ist eine Mischung aus Klecks und Kreuz. Ich will einfach sicher gehen, dass wirklich genug Kontakt da ist. Das sieht jetzt zwar erstmal etwas viel aus, wird sich aber durch das Anziehen mit den Schrauben, wird sich das ganz gut verteilen, denke ich. Ja, das passt so. Dann nehmen wir jetzt mal den Monoblock hier her. Guckt nochmal, denkt dran, hier die Folie runterzuruppen. Und dann setzen wir den einfach mal direkt auf. Ja, das macht einen ganz guten Eindruck. Das passt auf alle Fälle schon mal. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig. Man muss das Ganze jetzt festhalten und umdrehen. Ja. Ohne das zu großartig zu bewegen. Aber es sieht dann so aus.
Ich habe übrigens noch was vergessen. Ich habe was vergessen, das gibt's doch gar nicht. Ich habe wirklich was vergessen. Und zwar, ja, das klebt jetzt so gut, dass ich es kaum abbekomme. Aber ihr seht jetzt schon hier, ja, es ist immer gut auch zu sehen, wie gut sich die Wärmeleitpaste verteilt hat. Ja, der Wärmeleitpastenabdruck, der sieht wirklich sehr gut aus. Da können wir direkt auch dann so wieder draufpappen. Was habe ich vergessen? Ich habe vergessen, wir haben hier solche Klebe, ISO-Scheiben, die hier ringsrum um die Löcher geklebt werden, um jetzt Beschädigung vom Mainboard zu vermeiden. Die dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Klebt die auf alle Fälle drauf. So, dann packen wir jetzt mal die Backplate hier aus. Ja, Backplate, ja, mit 3M Klebepad, um das Isolationsmaterial jetzt hier festzukleben. Ich lasse das 3M Klebepad mal weg. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass man das nicht unbedingt braucht. Lässt sich dann auch einfacher entfernen nachher am Ende. Und so, jetzt machen wir natürlich den Monoblock wieder drauf. Und montieren den jetzt. Ja, schaut ruhig, dass die Löcher auch wirklich da sind, wo sie hingehören. Ja. Dann hier die Backplate mit drauf. Natürlich richtig rum, wäre nicht schlecht. Okay. Schraube rein. Wo habe ich jetzt hier den? Ich habe jetzt hier ein Problem, und zwar mit der Backplate. Die passt nicht so, wie sie jetzt ist. Und zwar stößt hier die Schraube vom Sockel, stößt hier an den Rahmen an, aber in der Backplate. Ich löse jetzt mal hier die ganzen Schrauben nochmal und versuche das mal noch ein bisschen auszumitteln. Jetzt löst sich gleich das Board hier ab, das ist... Ja. Also ich weiß nicht so richtig, ob das dann wirklich am Ende passt. Ich probiere das jetzt nochmal. So, Leute, ich habe jetzt hier mit der Feile hier so eine Kerbe reingemacht, um dass das Ganze auch passt. Das ist natürlich ein bisschen schwach von Bits Power. Dann bezahlt man einen Haufen Geld für so einen Kühler und dann passt der nachher nicht. Bei einem, sagen wir mal, 500 Euro Board, das darf auf alle Fälle nicht sein. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, eine Kerbe reingemacht, um die Schraube auszusparen, sozusagen, und dass das Ganze dann natürlich besser passt hier. Das macht jetzt erstmal schon mal einen ganz guten Eindruck. Schrauben gehen vernünftig rein. Ja. So, da schrauben wir jetzt erstmal den CPU-Bereich fest. Ist natürlich jetzt auch so, es ist keine Anleitung dabei, sprich niemand weiß, wie fest ziehe ich das eigentlich. Also das ist quasi jetzt eine Gefühlssache, wie fest man das zieht. Also ich sag mal, wenn ihr das so festzieht, dass wenn ihr den hier, den Schlüssel mit zwei Fingern, mit Daumen und Zeigefinger hier habt,
und dann quasi dreht und das sozusagen jetzt nicht mehr schafft, weiter zu drehen, reicht das aus, meine Meinung. Also Daumen, Zeigefinger und dann ja, entsprechend Mitgefühl anziehen. Und jetzt noch die vier Schrauben hier für die VRMs. Da sind jetzt hier kleinere Schrauben und solche ja, Unterlegscheiben hier. Kunststoffunterlegscheiben sind jetzt dabei. Die kommen hier drauf. Und die Schraube rein. Und wir montieren jetzt hier noch das IO-Cover hier hinten. Und da ist der Monoblock fertig montiert. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ hier. Die Montage vom BitsPower Monoblock für das Z390 Mac Godlike. Und ja, Kritikpunkt war, dass die Backplate jetzt hier nicht 100% gepasst hat. Da musste ich mit der Feile dran, ist eher nicht so schön. Sollte nicht vorkommen, muss BitsPower auf alle Fälle mal ausbessern, dass das dann auch wirklich zu 100% passt bei der Montage. Ich bedanke mich dann bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!